Heute möchte ich ein äußerst wichtiges Thema mit dir besprechen. Warum der Westen auf eine Hyperinflation zusteuert und warum dich das zu Gold führt. In den letzten Jahren habe ich immer wieder vor einer drohenden Finanzkrise gewarnt, die durch steigende Schulden, Gelddrucken und ein kaputtes politisches System verursacht wird. Viele Menschen sind sich dieser Gefahr noch nicht bewusst und wollen sich kein Worst-Case-Szenario vorstellen. Aber genau jetzt ist es entscheidend, sich vorzubereiten. In diesem Video erfährst du, warum der Besitz von Gold in solchen Zeiten eine sichere Anlageform ist und wie du dein Portfolio auf Sachwerte ausrichten kannst. Seit vielen Jahren warne ich immer wieder vor einer drohenden Finanzkrise in den USA und anderen westlichen Ländern. Der Grund? Ständig steigende Schulden, Gelddrucken und ein kaputtes politisches System. Grundsätzlich sind derartige Krisen gesund und korrigieren eigentlich nur die Fehlentwicklung der vorangegangenen Jahre. Doch leider sind die meisten Menschen auf solche Ereignisse nicht vorbereitet und wiegen sich in einer trügerischen Sicherheit. Obwohl ein Großteil der Bevölkerung besorgt ist, kann oder will sich niemand ein Worst-Case-Szenario vorstellen. Doch die Realität ist, dass die Geschichte gezeigt hat, dass diese Abläufe alle 50 bis 70 Jahre auftreten. Die immer wiederkehrenden Muster, die zu diesen Krisen führen, sind deutlich erkennbar. Im Gegensatz zur Bevölkerung in der westlichen Welt bereiten sich andere Staaten auf ein Worst-Case-Szenario bereits vor. Die Welt befindet sich heute in einem Zustand der Spaltung in zwei große Lager, Ost und West. Namentlich die G7 und die BRICS-Plus-Staaten. Die eingesetzte Waffe? Die Weltleitwährung US-Dollar. Bis heute war der US-Dollar die überlegene Währung. Doch mittlerweile wenden sich Länder auf der ganzen Welt Alternativen zu und ersetzen in bis dahin nie gekannter Geschwindigkeit und Konsequenz US-Dollar-Reserven durch Goldbarren. Wie wird sich eine große Krise manifestieren? Zunächst einmal, wenn den USA die ausländischen Käufer für ihre Staatsanleihen ausgehen, muss die Fed wieder als Käufer der letzten Instanz einspringen. Dafür muss sie Geld drucken, eine Menge Geld. Doch das wird die verbliebenen Käufer von US-Schulden abschrecken und höhere langfristige Zinsen erfordern, was wiederum noch mehr Gelddrucken erfordert. Sobald die Welt realisieren wird, dass diese Vorgehensweise unkontrollierbar ist, wird Panik ausbrechen und dann wird die Hyperinflation einsetzen. Daran anschließend werden sich vermutlich gesellschaftlicher Kollaps und externe Konflikte. Wir werden Kapitalverkehrskontrollen sehen, was bedeutet, dass du dein Papiergeld nicht in andere Währung umtauschen oder ins Ausland transferieren kannst. Noch beängstigender ist die Möglichkeit von Bank-Bail-ins. Einfach ausgedrückt, Banken können deine Einlagen beschlagnahmen, wenn sie in finanzielle Schwierigkeiten geraten und dadurch die eigenen Verluste durch die Einlagen ihrer Kunden decken. Ich werde nicht müde, immer wieder zu betonen, dass du dein Portfolio stark auf Sachwerte ausrichten solltest. Das traditionelle 60-40 Aktienanleihenportfolio eines Vermögensverwalters oder klassischen Mischfonds sind nicht mehr zeitgemäß. Der Besitz von Anleihen ist in einem inflationären Umfeld eine garantierte Verlustposition. Eine werthaltige und krisensichere Aktienauswahl wird viel schwieriger sein als die passive ETF-Anlagestrategie, an die sich leider viele gewöhnt haben. Überbewertete Tech-Aktien solltest du aus deinem Portfolio eliminieren und in Rohstoffaktien umschichten. Dein Portfolio sollte, wie bereits gesagt, stark auf Sachwerte ausgerichtet sein, die traditionell in Inflationszeiten gut abgeschnitten haben. Auch die Geografie ist wichtig. Es ist völlig legal, Liquidität in anderen Ländern, in anderen Währungen zu haben. Dies könnte Schutz im Falle von Kapitalverkehrskontrollen bieten. Beachte dabei jedoch, dass der Besitz einer anderen Währung nicht der beste Weg ist, um Werte zu speichern. Die meisten Fiat-Währungen befinden sich auf dem Weg in die Pleite. Sich zwischen zwei ungedeckten Papiergeldwährungen zu entscheiden, ist wie die Wahl zwischen Pest oder Cholera. Natürlich müssen Sie etwas Cash in Ihrem Portfolio haben, wenn es zu einer Deflation kommt. Und das wird es. Nicht vergessen, Inflation und Deflation sind Geschwister. Das führt uns zu Gold.
Gold hat seit 1999 Aktien und Anleihen übertroffen und wird weiterhin stark bleiben. Jetzt jedoch in einem beschleunigten Tempo. Wenn alles andere scheitert, ist Gold, und war es schon immer, der sichere Hafen, ein Schutz gegen menschliche Dummheit. Nicht-westliche Zentralbanken und private Investoren in BRICS-Ländern kaufen in zunehmendem Tempo große Mengen an physischem Gold. In unseren Breitengraden jedoch werden wir von der Finanzindustrie und Verbraucherschützern vor Gold gewarnt. Ein großer Fehler. Gold wird in unvorstellbare Höhen steigen. Es ist eine mathematische Funktion davon, wie weit Fiat Money fallen wird. Schau dich auf der Welt um. In der Türkei hat sich der Goldpreis in Lira in 3 Jahren versiebenfacht. In Argentinien ist er um das 10-fache gestiegen. Selbst in Yen hat er sich in den letzten 7 Jahren verdoppelt. Wusstest du, dass Gold in US-Dollar von 1971 bis 1981 um das 27-fache gestiegen ist? Von 1999 bis heute hat sich der Goldpreis in Euro bereits verachtfacht. Die Geschichte ist ein mächtiger Lehrer, oder in den Worten des englischen Historikers Lord Acton ausgedrückt: Die Geschichte ist nicht eine Last für das Gedächtnis, sondern eine Erleuchtung für die Seele. Für ultimative Sicherheit empfehle ich dir, in physisches Gold zu investieren, sei es in Barren oder Münzen. Stückelung egal, Hauptsache physisch, keine Wertpapiere auf Gold. Merke dir, dass an einer Börse niemals Sachwerte gehandelt werden, sondern nur Wertpapiere auf Sachwerte, also Ansprüche und Forderungen. Das Kleingedruckte in den Prospekten von Goldfonds, Gold-ETFs und Inhaberschuldverschreibungen auf Gold stellt sicher, dass in einer Krise dein Gold eingezogen und damit nicht verfügbar sein wird. Dann, wenn du es am meisten brauchen wirst. Wenn du bereit bist, zusätzliches Risiko einzugehen, besitzt du Goldminenaktien mit niedrigen Produktionskosten. Staube deine Geschichtsbücher ab. Die Welt steht derzeit Kopf. Die Technologie mag sich weiterentwickeln, aber die menschliche Natur bleibt gleich. Es wäre klug, sich vorzubereiten. Alles andere ist leichtsinnig. Ich hoffe, dieses Video hat dir einen klaren Einblick gegeben, warum es so wichtig ist, sich auf mögliche wirtschaftliche Turbulenzen vorzubereiten. Der Besitz von physischem Gold kann eine starke Absicherung gegen die Gefahren der Hyperinflation und wirtschaftlicher Unsicherheiten bieten. Denke dran, die Geschichte hat uns immer wieder gezeigt, dass Vorbereitung und Weitsicht entscheidend sind. Handle klug und sichere deine Zukunft ab. Wenn du Fragen hast oder weitere Informationen benötigst, stehe ich dir gerne zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal und sei vorbereitet.